Moinsen, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Der wöchentliche GTA News Flash ist mal wieder am Start mit den wichtigsten News zum Thema GTA, die diese Woche so passiert sind. Ich habe mir mal den neuen GTA 5 Remaster Trailer genommen, den Stück für Stück auseinandergenommen, analysiert und mit der Grafik der alten GTA 5 Version verglichen, also der GTA 5 Version, die ich hier gerade auf der PS4 Pro zocke. Dann habe ich noch ein paar interessante Kommentare von dem Synchronsprecher Dave Jackson gefunden, der ja angeblich in einem neuen GTA Teil dabei sein soll als Polizeichef McLean. Dann noch ein großes Gerücht, was zurzeit in der Spielindustrie rumgeht, dass angeblich Microsoft Take-Two kaufen möchte, den Mutterkonzern von Rockstar Games. Die aktuelle Eventwoche im Überblick und noch ein paar andere News zum Thema GTA. Yo, und wenn ihr noch ein bisschen günstiges Geld für euren Charakter braucht, zum Beispiel für die ganzen Tuners, Autos und so weiter, könnt ihr mal gerne meinen Partner Loot4Games auschecken. Ist unten der erste Link in der Videobeschreibung. Loot4Games, günstiges Gamegeld und mehr. Wir fangen erstmal an mit den Fahrzeugrabatten von der aktuellen Eventwoche. Da gucken wir kurz auf Legendary Motorsport. Der ZR 350 um 30% reduziert, für Tuning-Fans nice und für Drifter. Ist ein schönes Drift-Auto, finde ich. Ein Stück weiter unten, auch noch um 30% reduziert, der Progen PR4 für Open-Wheel-Rennen, einer der besten neben dem BR8. Wenn ihr noch keinen haben solltet, hier PR4 auf jeden Fall nice, wenn ihr Bock habt auf Open-Wheel-Rennen. Overflot im Morgan hier unten, Sportwagen reduziert um 40%. Nee, nicht wirklich zu gebrauchen für Rennen, aber für Tuning-Fans oder für Sammler vielleicht ganz nice. Auf SouthernSanAndreasSuperautos.com gibt es noch genau zwei Autos, die hier um 40% reduziert sind. 40% auf den Michele GT. Schönes Auto für Tuning-Fans und Sammler, für Rennen nicht zu gebrauchen. Der ist für Rennen auf jeden Fall zu gebrauchen. 40% auf den D-Class Hotring Saber. Es könnte deswegen sein, dass schon nächste Woche das neue Sprunk X E-Cola Event an den Start geht, wo wir diese geile Lackierung bekommen für den D-Class Hotring Saber und die ganzen Klamotten freischalten können, die zu dem Thema passen. Eventuell auch wieder doppelt oder dreifach Geld auf die ganzen Hotring Stuntrennen. Zum Schluss gucken wir nochmal kurz auf Elites Travel. Da gibt es nochmal genau zwei Flugzeugrabatte, beide um 40% reduziert. Einmal das Luftschiff, Blimp-Luftschiff. Weiß nicht, wofür man das braucht, vielleicht für Sammler eventuell. Und nochmal hier die Alpha Z1. Ich finde, es eignet sich ziemlich gut zum Stunten, wenn ihr so ein bisschen Bock habt auf, weiß ich nicht, unter Brücken durchfliegen oder sowas in der Richtung. Das war's mit den Fahrzeugrabatten. Jetzt gehen wir zu den Immobilienrabatten von der aktuellen Eventwoche. Das sind jetzt diesmal die Nachtclubs. Die ganzen Nachtclubs sind um 40% reduziert. Auf jeden Fall einen gönnen ist eine super passive Geldmöglichkeit oder passive Geldquelle. Das ist mein Nachtclub. By the way, die ganzen Renovierungen sind auch nochmal um 40% reduziert. Zum Schluss noch die Prime Gaming Rabatte von dieser Eventwoche hier. Wir haben den Obey Tail GTS mal wieder reduziert um 35%. Ein wunderschönes Tuners Auto vom Tuners Update. Wahrscheinlich eins von den Top 3 schönsten Autos. Auf jeden Fall in meiner Top 3. Vapid Flash GT hier unten wieder mal um 80% reduziert. Schöner Sportwagen für Gelände oder halt Rallye-Rennen. Und natürlich die 100.000 GTA-Dollar, wenn ihr einmal in diese Woche in GTA Online reingeht. Es könnten echt mal wieder ein paar neue Prime-Gaming-Rabatte kommen. Von den ganzen Eventwochen-Rabatten geht es jetzt weiter zu ein paar neuen Kommentaren, die Dave Jackson noch rausgehauen hat. Ich weiß nicht, für alle, die es nicht gesehen haben, irgendwie verpasst haben, im letzten Video hatte ich darüber gesprochen, dass der Synchronsprecher und Musiker Dave Jackson auf seinem Facebook-Account was gepostet hat. Er hat gesagt, dass er angeblich in einem neuen GTA-Teil mit dabei sein wird. Als Synchronsprecher, er wird dort die Rolle vom Polizeichef McLean sprechen, in einem neuen GTA-Teil. Er weiß halt nicht, ob es GTA 5 ist oder GTA 6. Das nur mal kurz zur Hintergrundgeschichte von Dave Jackson. Jetzt hat ihn nochmal jemand auf seinem Facebook-Account, zwei Leute haben ihm eine Frage gestellt. Der erste Typ hat gefragt, darf ich mal fragen, was eigentlich der Name des Spiels ist, wo du dran arbeitest? Ist es GTA 6 oder ist es GTA Online? Dave Jackson hat darauf geantwortet, ich wurde darüber noch nicht informiert. Die produzieren dafür einen Trailer, also hoffe ich, dass es GTA 6 ist. Wenn nicht, werden sie mich wahrscheinlich dafür im Hinterkopf behalten, wenn es denn irgendwann eventuell rauskommt. Aus irgendeinem Grund scheinen die meine Stimme wirklich geil zu finden. Also kannst du es nie wissen. Also hier nochmal die Aussage von Dave Jackson, dass er nicht genau weiß, ob es jetzt GTA 5, GTA 6 oder GTA Online ist. Dieser neue große GTA-Teil, wo er denn eine Rolle spielen soll. Er weiß aber, dass ein Trailer in Arbeit ist, der gerade produziert wird. Wahrscheinlich wird er dann im Trailer eine Rolle des Polizeichefs McLean sprechen, wenn das ja alles stimmt, was er so behauptet. Ich meine, so wie der GTA 5 Remaster Trailer aussah, würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt auf einen Story-Add-on spekulieren, aber gut, man kennt Rockstar Games nicht, vielleicht kommen die nochmal mit einer Überraschung um die Ecke und es gibt ein Story-Add-on für GTA 5 Remastered als Kaufargument, aber momentan sieht es halt echt nicht danach aus, von daher tendiere ich eher so Richtung GTA 6. Hier noch ein Kommentar, noch eine Frage. Erstmal Glückwunsch also für die Rolle als Synchronsprecher in diesem neuen großen GTA-Teil, was auch immer. Aber ist diese Information nicht unter einem Non-Disclosure Agreement, also einer Verschwiegenheitsklausel, die der einhalten muss? Eine Verschwiegenheitsklausel, wo er nichts drüber sagen darf über dieses Projekt, wo er dran arbeitet? Da hat Dave Jackson geantwortet, nee, es ist eigentlich nicht.
Solange ich nichts über die Story bekannt gebe, also irgendwelche Details zur Story, ist alles gut. Und es ist so ein großes Spiel, da würde ich sowieso nicht die Story kennen. Weiter unten in dem Post hat Dave Jackson nochmal ein gutes Beispiel gebracht. Hier schreibt er, zum Beispiel bin ich zurzeit die Stimme in einer neuen Animationsserie auf Cartoon Network. Aber das ist alles, worüber ich reden darf. Also, dass er die Stimme in dieser Serie ist, mehr darf er da nicht sagen. Also hier nochmal die Info, dass dieser neue GTA-Teil, wie er gesagt hat, ein riesiges Spiel sein wird. Und dass er zwar eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hat, aber trotzdem über bestimmte Sachen reden darf. Allgemeine Sachen, aber keine Details. Yo, wie gesagt, wenn das alles stimmt, tendiere ich eher dazu, dass er eine Rolle in GTA 6 spricht, statt in GTA 5 Remastered. Oder Rockstar Games kommt doch noch mit einer Überraschung um die Ecke und sagt, hey, es wird noch ein Story-Add-on geben als Kaufargument für GTA 5 Remastered. Aber irgendwie sieht es zurzeit nicht wirklich danach aus. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Comments. Was denkt ihr, was es ist? Ist es was für GTA Online, wo er eine Rolle spricht? Oder für GTA 6 oder für GTA 5 Remastered? Hat vielleicht Story-Add-on oder irgendwas anderes oder erzählt ihr kompletten Müll? Wie gesagt, ab in die Comments. Laut Rockstar Insider Test 2 gab es mal wieder ein Hintergrund-Update in GTA Online, wo einige Sachen gepatcht wurden. Erstmal wurden Autoduplikations-Glitches gepatcht, die Nachtclub-Garagen betreffen. Dann wurde das Teststrecke-Verlassen-Menü deaktiviert, wenn man bei Missionen reinjoint. Behebt einen fehlenden Frontier-Outfit-Fehler nach dem Sammeln von 7 Outfit-Fetzen, also das Piraten-Outfit. Irgendwie gab es da einen Fehler. Behebt einen PC-Fehler mit der Autoshop-Liefermission, die nach dem Tuning, wurde ein bisschen falsch übersetzt, die nach dem Tuning nicht gestartet wurde. Wieder zurück in der Eventwoche und ich stehe vor einem Auto, was wir seit dieser Eventwoche kaufen können, nämlich der Karen Previon. Ist kein Sportwagen, überraschenderweise, es ist ein Coupé. Und nicht auf Legendary, wie es da steht, wir können den auf SouthernSanAndreasSuperautos.com kaufen, das ist irgendwie falsch, keine Ahnung warum. Jedenfalls für 1,1 Millionen Einkaufspreis. Der Previon ist in der Coupé-Klasse zurzeit das beste Coupé, aber in der Tuners-Klasse für Rennen leider nicht zu gebrauchen. Da ist er einfach zu langsam. Preisfahrzeug dahinter mir ist der Growler. Ist die performance-technisch bessere Version vom Comet S2. Liegt einfach besser auf der Straße, ist schneller, ihr könnt damit bessere Rundenzeiten fahren und so weiter. Ist besser für die Tuners-Rennen, aber auch nicht wirklich an der Spitze. Ich würde mir nicht kaufen für die Tuners-Rennen, aber gewinnen, ja, ist okay. Ihr müsst dafür 8 Sprintrennen gewinnen. Ist gar nicht mal so einfach, aber ihr könnt es probieren, zum Beispiel mit Kumpels. Jo, wie gesagt, für Tuners-Rennen würde ich den nicht empfehlen. Da lieber Calico GTF für die längeren Geraden und Vector für die schärferen Kurven nehmen. Ansonsten haben wir noch für die Teststrecke hier den RT3000, dieser schöne Honda S2000 Verschnitt. Und hier, wo ich gerade von gelabert habe, der Comet S2. Optisch auch ein sehr schönes Auto, aber leider für Tunersrennen und generell für Rennen nicht zu gebrauchen. Diese Woche gratis am Glücksrad bekommen, könnt ihr den Adder da hinter mir. Ein schöner Supersportwagen, damals legendär, damals war er richtig krass gewesen, Ende 2013, 2014. War auf jeden Fall der beste Supersportwagen für Supersportwagenrennen mit langen Geraden, wegen seiner hohen Endgeschwindigkeit. Heute ist er leider nur noch was für die Sammlung und ich versuche mal am Glücksrad zu gewinnen, just for fun. Mal wieder nicht, ich kriege mal wieder RP. Wir gucken mal wieder in die neuen GTA 5 Verkaufscharts rein. UK Top 40, die 40 meistverkauften Games aus dem Vereinigten Königreich. Hier die Charts von der neuen Woche. GTA 5 wieder ein bisschen geklettert, von Platz 4 in der Vorwoche jetzt auf Platz 3. Ihr könnt euch ja vielleicht noch an die Story erinnern, dass Microsoft vor einiger Zeit das Spieleunternehmen ZeniMax Media gekauft hatte. Die haben zum Beispiel auch Bethesda Softworks als Tochtergesellschaft mit am Start. Bethesda, die Macher von Doom, Fallout, Elder Scrolls und so weiter. Jedenfalls, Microsoft haben ZeniMax Media gekauft, zusammen mit Bethesda und noch einigen anderen, die dazugehören, für 7,5 Milliarden US-Dollar. Jetzt überlegt Microsoft, ein neues Unternehmen zu kaufen. Laut Gerüchten aus der Spielindustrie möchte sich jetzt nämlich Microsoft keinen geringeren als Take-Two krallen. Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar Games, den Leuten, denen Rockstar Games gehört. Könnte also sein, dass wir vielleicht in der Zukunft GTA 6 dann nur noch auf PC und Xbox zocken können. Wir gucken mal kurz, wo das Gerücht überhaupt herkommt. Das kommt ja aus einem Podcast vom Chefredakteur von Windows Central. Der Typ heißt hier Jess Corden. Ich zitiere einfach mal Jess Corden. Vor ein paar Monaten habe ich von ein paar zuverlässigen Quellen aus der Industrie, also der Videospieleindustrie, gehört, dass das nächste große Studio, was Microsoft gerne kaufen wollen würde, dass das Take-Two ist. Aber das war schon eine Weile her. Obwohl, gleichzeitig dauert es ja wirklich eine lange Zeit, um einen solchen großen Distributor, so ein großes Vertriebsunternehmen wie Take-Two zu akquirieren oder zu kaufen. Ja, wie gesagt, Microsoft hat ja ZeniMax Media mit Bethesda und einigen anderen für 7,5 Milliarden gekauft. Take-Two würde ca. 18 Milliarden kosten, also mehr als das Doppelte. Wäre jetzt eigentlich gar nicht so viel für Microsoft, wenn man bedenkt, dass sie schon überlegt haben, TikTok für 50 Milliarden zu kaufen. Also ganz unrealistisch ist es nicht. Es ist zwar ein Gerücht, aber trotzdem wäre es denkbar, dass Microsoft den Schritt in der nächsten Zeit macht, dass sie vielleicht Ende des Jahres sagen, hey,
Take-Two wird übernommen, GTA 6 dann nur noch für Xbox und PC. Super spannende Story, werde ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Wieder zurück in der Eventwoche und wir kommen zu den ganzen Bonussachen, die es diese Eventwoche gibt. Wir haben einmal doppelte Reputationspunkte auf alle Tuners-Aktivitäten, wo es Reputationspunkte gibt, zum Beispiel die Straßenrennen, die Verfolgungsrennen, die Sprintrennen und so weiter. Auch wenn ihr hier AFK im Los Santos Car Meet rumsteht, dabei auf jeden Fall wichtig, kauft euch da irgendein Kleidungsstück aus dem Klamottenladen. Da gibt es nochmal extra Reputationspunkte. Hier gibt es auch nochmal doppelte Reputationspunkte. Das heißt, innerhalb von 4 Minuten gibt es hier statt 20 Reputationspunkte 40 Reputationspunkte in 4 Minuten. Wie gesagt, mit irgendeinem Tuners Kleidungsstück. Es reicht hier wirklich, wenn ihr nur ein T-Shirt aus dem Tuners Update anhabt, dass ihr einfach mehr Reputationspunkte in kürzerer Zeit bekommt. Ihr fahrt dann kurz auf die Teststrecke, dann wieder zurück zum Ausgang und wenn ihr hier dieses Menü habt, chillt ihr einfach in diesem Menü stundenlang, keine Ahnung, lasst eure PlayStation an. Und ja, bekommt ständig Reputationspunkte. Ich habe hier innerhalb von, ich habe es gezählt, 6 Stunden waren es, habe ich 8 Level gemacht. Also von Rang 60 auf Rang 68 innerhalb von 6 Stunden. Die Geldmöglichkeiten von der neuen Eventwoche, ich gehe wieder von schlecht nach gut. Erstmal hier das Zeitrennen, Casino, dann hier unten das RC-Zeitrennen, Baustelle 1. Und hier wieder das Premium-Rennen. Abflug festgelegt auf Supersportwagen, wird hier den Devastate oder den Krieger nehmen. Kein doppeltes Geld gibt es diese Eventwoche auf den Nachtclub, aber doppelte Geschwindigkeit bei der Güterproduktion. Das heißt, die Nachtclub-Techniker, die 5 Nachtclub-Techniker lagern doppelt so schnell Güter ein. Ich habe es mal ausgerechnet, also hier Güter verkaufen, seht ihr die ganzen Sachen. Innerhalb von 15 Stunden bekommt ihr rund 1 Million GTA-Dollar komplett passiv zusammen. Ihr müsst ja keine Vorräte kaufen oder sowas, nur noch am Ende verkaufen in einer öffentlichen Sitzung. Ich mache es immer so, ich habe hier Zahlungsmittel, Techniker drauf, dann bei südamerikanisch Importwaren, Frachtgutwarenversand, Jagdausstattung und pharmazeutische Mittel. Da habe ich die ganzen Techniker verteilt. Und den Rest, finde ich, braucht ihr nicht. Papierwaren, Bioprodukte, so. Wenn die Teile hier voll sind, die 5 Stück, einfach verkaufen. Und wie gesagt, in ca. 15 Stunden 1 Million GTA-Dollar zusammen. Dann verkaufen und easy peasy Money machen. Auch noch ein Grund, um die Konsole einfach mal laufen zu lassen. Und das könnt ihr ja diese Eventwoche super kombinieren. Ihr chillt einfach im Los Santos Car Meet Auswahlbildschirm AFK rum. Geiert schön Reputationspunkte, steigt schön die Reputationsstufen auf und nach ca. 15 Stunden guckt ihr einfach mal in euren Nachtclub rein, verkauft eure Nachtclubgüter. Perfekt. Die in Anführungszeichen beste Geldmöglichkeit in dieser Eventwoche, das ist doppelt Geld und doppelt RP auf die ganzen Vehicle-Vendetta-Gegner-Modi. Vehicle-Vendetta-Normal und Vehicle-Vendetta-Street. In Vehicle-Vendetta heizt ihr mit Autos in verschiedenen Arenen rum, habt vorne noch Maschinengewehre, einige Power-Ups, so ähnlich wie aus Tiny Racers, Bomben, Raketen, umgedrehte Steuerung, Panzer und so weiter, müsst das Gegnerteam wegrotzen. Und wer am Ende am meisten Runden gewonnen hat, gewinnt halt das Match. Am Ende vom Match macht ihr so rund 40.000 GTA-Dollar in 15 Minuten. Das ist echt nicht viel. Aber der Gegnermodus an sich ist eigentlich ganz witzig. Wir kommen jetzt zur Analyse vom allerersten richtigen Trailer, der GTA 5 Remastered-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X. Wir gucken uns die einzelnen Szenen mal an und ich gebe euch einen kleinen Grafikvergleich. War nämlich gestern noch im Story-Modus von GTA 5 PS4 Pro-Version unterwegs und habe diese Szenen aus dem Story-Modus mal mit den neuen Szenen aus dem GTA 5 Remastered-Trailer verglichen. Der Trailer liegt hier übrigens maximal in 4K-Auflösung mit 30 FPS vor. Das heißt, dass wir wahrscheinlich bei der PS5 und Xbox Series X-Version von GTA 5 oder GTA 5 Remastered dann 4K und 30 FPS haben werden. Sicherlich wird es noch einen Performance-Mode geben oder sowas in der Richtung, wo wir dann 4K mit 60 FPS haben werden. So, erste Szene im Ghetto, Sonnenuntergang. Ich muss sagen, ich habe hier keinen Unterschied feststellen können. Habe mich extra angestrengt, um vielleicht noch ein paar Veränderungen im Hintergrund zu sehen, zum Beispiel bei den kleinen Palmen da im Hintergrund, dass sie vielleicht noch ein bisschen detaillierter gezeichnet sind. Aber nee, ich habe keinen Unterschied feststellen können. Nächster Cut, Franklin auf dem Balkon von seiner Villa. Wir gucken auf die Innenstadt von Los Santos, die ganzen Wolkenkratzer und ich muss sagen, ich habe hier auch keinen Unterschied feststellen können zur alten Version auf der PS4 Pro. Außer, dass es wie gesagt ein bisschen schärfer alles aussieht, 4K-Auflösung halt. Ich habe auch wirklich genau hingeschaut, ob vielleicht irgendwelche Objekte im Hintergrund detaillierter aussehen, wie zum Beispiel der Kran beim Mile High Tower, aber leider sehe ich hier keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Mile High Tower übrigens immer noch nicht fertiggestellt. Auf die ganzen Story-Cutscenes werde ich jetzt größtenteils nicht weiter eingehen, bis auf manche, weil du da halt keinen Unterschied siehst. Ja, die sehen alle, bis auf die, wie gesagt, höhere Auflösung, 4K, alle gleich aus. Auf diese Cutscene werde ich aber drauf eingehen. Hier sehen wir den Palito Bay Raubüberfall, wo die Jungs hier in Juggernaut-Ausrüstung aus der Bank rauskommen. Und was Rockstar Games hier übernommen hat, ist ein alter Fehler. Nämlich beim ersten Remaster, bei der ersten Remastered-Version auf PS4 und Xbox One,
ist ein Fehler aufgetreten in den Cutscenes. Da hast du die Magazine nicht mehr gesehen von den Waffen. Und Rockstar Games hat auch auf der neuen Remastered-Version für PS5 und Series X diesen Fehler übernommen. Wir sehen hier auch wieder keine Magazine bei den Waffen. Die Szene habe ich ja noch mit reingenommen, weil man hier wirklich noch ein paar Veränderungen sehen kann. Man glaubt es kaum. Ja, im Hintergrund, die Sonne ist komisch, die hat Rockstar Games so platziert. Normalerweise sieht man die so nicht im Norden untergehen, die geht im Westen unter. Jedenfalls die Details, die hier verändert wurden, das sind links einige kleine Gräser und Büschlein. Auf dem Berghang und rechts auf dem anderen Berghang sehen wir auch noch ein bisschen Gras, was hinzugefügt wurde. Also das sind so die Veränderungen. Ah jo, nicht vergessen, die Raucheffekte hinter dem Flugzeug wurden noch größer und kräftiger gemacht, sehen insgesamt detaillierter aus. Jo, nächste Szene aus der Story, wo Trevor den Zug crasht. Hier sehen wir ganz klar im Vergleich zur alten Version, PS4-Version in meinem Fall, sind die Raucheffekte deutlich größer, deutlich detaillierter. Also das sieht man sofort, ist mir sofort aufgefallen. Werden auch ein bisschen besser von der Sonne angeschienen, also schönere Partikeleffekte auf jeden Fall. Nächste Szene, man spricht hier von Enhanced Gameplay. Es soll ja einige Geschwindigkeitsverbesserungen für die Autos geben, also einige Autos sollen dann schneller sein im GTA 5 Remaster. Die Szene, by the way, was mir sofort aufgefallen ist, Digga, die Spiegelung in den Spiegeln, ja, die sind jetzt höher aufgelöst, aber die sehen immer noch so detaillos aus wie in der alten Version. Das ist ein bisschen schwach, ey. Ganz ehrlich. Und hier nochmal ein Blick auf die kräftigeren Explosions- und Raucheffekte. Nächster Cut mit dem Bike durch die Innenstadt, habe ich mir gedacht, ist eigentlich mal nice, um einen Texturencheck zu machen, bietet sich an. Die Asphalttexturen sind ja ein bisschen höher aufgelöst, aber ansonsten sind die genauso detailliert wie in der alten Version. Ohne Witz, also auch eher enttäuschend. Rockstar hätte sich doch hier an solchen Mods wie Natural Vision orientieren können, die komplett den Asphalt umgestaltet haben. Aber okay. Michael auf dem Tennisplatz. Und hier muss ich fairerweise sagen, sehen die Schatten echt deutlich besser aus als auf der alten Konsolenversion, PS4 Pro Version von GTA 5. Du hast halt detailliertere Schatten, du hast kräftigere Schatten und die werden auch auf eine längere Distanz noch dargestellt. Entfernst du dich ein paar Meter, zum Beispiel von diesen Zaunschatten auf der alten Version, werden die einfach verschwunden. Rockstar Games wirbt hier mit dem nahtlosen Hin- und Herschalten zwischen den Story-Charakteren, aber das ist halt auch nichts Besonderes, finde ich. Meine SSD macht es sowieso möglich. Naja, wir switchen weiter zur nächsten Szene. Da sehen wir Trevor, wie er mit einem Flugzeug in der Nähe vom Gefängnis fliegt. Und was mir hier aufgefallen ist, sind die Bäume. Die Bäume werden scheinbar in der GTA 5 Remastered-Version noch auf eine größere Distanz detailliert dargestellt. Wenn wir es mal mit der alten Version vergleichen, hast du auf die Distanz schon dieses komische 2D-Flächendesign, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da sehen die Bäume schon sehr komisch aus. Wir sind wieder beim Raubüberfall in Palito Bay. Minigun-Action ist am Start. Was hier auffällt, ist das Mündungsfeuer und die Lichteffekte bei der Minigun. Sieht alles besser aus. Größeres, helleres Mündungsfeuer und die Explosionen auch wieder größer. Also die dunklen Raucheffekte sehen detaillierter und größer aus und auch hier die Feuerbälle detaillierter und größer. Nächste Szene, die ich hier noch mit reingenommen habe, weil man noch ein bisschen eine Veränderung, einen Unterschied sieht, ist die hier auf der Küstenstraße bei Chumash, also die Küstenstraße im Westen. Und da sehen wir rechts auf der rechten Seite neben der Straße ein bisschen Gras, was hinzugefügt war. Ja, ich muss schmunzeln, weil es sind halt echt kleine Details, die man mit der Lupe suchen muss. Und links sehen wir auch, die Texturen sind höher aufgelöst. Es sieht halt schöner, schärfer, detaillierter aus. Okay, aber wie gesagt, es sind keine großen Unterschiede. Und außerdem fällt noch auf, diese Nummernschilder, die sehen komplett gelb aus. Aber das ist bestimmt nur ein Bug aus dem Trailer. Eine Story-Cutscene aus dem Trailer. Ich habe gesagt, ich will da nicht so groß drauf eingehen. Aber gut, auf die gehe ich nochmal ein, weil ich da ein lustiges Bild gesehen habe auf Reddit. Ja, du siehst einfach keinen Unterschied. Die Story-Mission, wo Mr. K befreit wird. Nochmal ein Blick auf die größeren, detaillierteren Explosionen. Muss sagen, die sehen wirklich schön aus. Aber hey, es ist halt echt zu wenig. Es hat sich so wenig verändert. Das ist halt krass. Zum Schluss nochmal eine Szene aus GTA Online Casino Apartment. Der Typ guckt nach draußen. Es fliegt ein Laserjet vorbei. Und was mir aufgefallen ist, das Laserjet wird hier nicht beschossen. Rockstar Games hat hier scheinbar eine Haftbombe dran gemacht und die einfach gezündet. Was wieder auffällt, die besseren Explosionseffekte. Und das war's auch schon. Und dann zum Schluss noch eine weitere Enttäuschung. GTA 5 Remastered kommt erst im März 2022 raus. Also nächstes Jahr im März für PlayStation 5 und Xbox Series X. Wir gucken mal kurz, was Rockstar Games dazu sagt. Rockstar Games sagt dazu auf dem Newswire, erlebt Los Santos in atemberaubender neuer Grafik mit verbessertem Gameplay und mehr. Naja, atemberaubender neuer Grafik ist jetzt Ansichtssache, weil im Prinzip bekommen wir dann auf PS5 und Xbox Series X mit der GTA 5 Remastered Version die Grafik, die PC-Spieler schon seit Jahren auf höchsten Einstellungen genießen. Bloß jetzt eben noch
mit verbesserten Partikel- und Explosionseffekten. GTA 5 und Grand Theft Auto Online erscheinen jetzt im März 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X oder S und bieten über das gesamte Spielerlebnis hinweg eine Vielzahl technischer und grafischer Verbesserungen sowie Leistungssteigerungen für ausgewählte Fahrzeuge. Also ausgewählte Fahrzeuge sollen dann schneller werden. In GTA Online und vieles weitere mehr. Auch wenn wir uns schon extrem drauf freuen, GTA 5 für die neueste Konsolengeneration zu veröffentlichen, benötigen wir noch ein paar zusätzliche Monate, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen. Wir wollen in Kürze weitere Informationen zu den erweiterten und verbesserten Versionen enthüllen, unter anderem auch zur neuen eigenständigen Version von GTA Online, die ebenfalls im März für PlayStation 5 und Xbox Series X oder S erscheinen wird. Also zumindest macht uns Rockstar Games noch ein bisschen Hoffnung, dass die Grafik noch ein bisschen mehr überarbeiten als jetzt, weil jetzt ist es echt kein großer Unterschied. Einen kleinen Vorteil gibt es aber doch, die ganzen PlayStation-Leute, mich inbegriffen, die bekommen jetzt weiterhin jeden Monat die 1 Million GTA-Dollar, kann man sich jeden Monat jetzt abholen, gratis einfach so, bis dann im März 2022 GTA 5 Remastered rauskommt. Unten nochmal der Hinweis, dass die eigenständige Version von GTA Online, also GTA Online Remastered, für PlayStation 5 ab dem Release von GTA 5 Remastered im März 2022 drei Monate lang komplett kostenlos verfügbar sein wird. Und wenn ihr euch in diesen drei Monaten GTA Online Remastered kostenlos für die PlayStation 5 geholt habt, wird das dann auch weiterhin nach dieser Frist kostenlos sein. Also ihr müsst da nicht nochmal Geld bezahlen oder so. Wichtig ist nur, dass ihr es dann innerhalb von diesen drei Monaten runterladet. Ja, meine Meinung dazu, GTA 5 Remastered sieht bis jetzt eher enttäuschend aus. Also wenn ich mir jetzt den Trailer so anschaue, mal gucken, was Rockstar Games noch so veröffentlicht, ob die vielleicht wirklich noch ein paar grafische Veränderungen mehr einbauen, vielleicht noch ein paar neue Inhalte, weil es wurde ja von neuen Inhalten gesprochen, die noch hinzugefügt werden sollen, vielleicht neue Autos, Waffen oder irgendwas. Und ansonsten, wenn mich das weiter nicht beeindruckt, dann werde ich mir wahrscheinlich nicht GTA 5 Remastered Story plus GTA Online holen. Dann werde ich mir nur die eigenständige Version von GTA Online holen. Kostenlos. Jo, und das war's dann. Jo, und das war's auch schon wieder mit dieser GTA News Flash Folge hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao.